Aber okay, wir kommen halt erstmal ins Computerhacking, von daher, guten Morgen, Leute. Nee, ich glaube, das ist wie so ein Anhang, oder? Es ist Anhang, aber. Ja, steht ja auch da. Was ich mich aber nicht ganz verstehe, ist, wozu brauchen wir A, das Ding? B, wozu brauchen wir die Batterietypen? C, wozu zum Fick brauchen wir die ganzen Ports? Keine Ahnung. Stimmt. Blöd, Aber. da steht NSA drinne. Ich weiß. Aber okay, zumindest bei Computerhacking, Bob. ach so, Die Bombe heißt Bob. die Notiz, Dings Notiz sagt jetzt, wenn ich das die Sag mal. Ventilation laufen lasse, ach so, die Entschuldigung. Ventilation bewirkt, dass es die Explosion verhindert wird, alles klar. Was? Ein Fehlversuch, 5 Minuten und 8 Module? Wollt ihr mich rollen? Tja, da sage ich nur mal Good Luck, Herr Fanba. Ja, Ich sitze ja nicht vor der Bombe. wir sind bei Sektion 5 und nicht bei 7. Ach, da Heilige habe ich schon andere Dinge gesehen. Schönheitsstudios. Ich will ja den besagten Counter nicht in die Höhe treiben. Scheiße, ey. Wenn Blicke töten könnten, ne? Entschuldigung. Ich könnte mir echt gerade nicht über die Kamera gucken. So, hat deswegen auch nochmal für dich, Gavin, das Modul oder die Bombe macht jetzt richtig Spaß, denn 5 Minuten, 8 Module und ein Sag mal das Fehlversuch. böse Wort. Nein. Aber ja. Kevin? Kevin? Kevin. Ich glaube, der ist noch nicht da. Doch, doch, der war wieder da, aber ich glaube, er haut gerade ab oder so. Ich weiß nicht, ob man meine Tür gerade gehört hat. Ach so, ein bisschen. Nein. Aber ja, sozusagen, also wie gesagt, 5 Minuten, 8 Module und ein Fehlversuch, also das wird jetzt lustig. Ja, von daher machen wir uns bereit fürs Computerhacking, was auch immer das Sag mal das heißt. böse Wort. Nein. Was für ein blödes Wort? Böses. Dass einen besagten Counter in die Höhe treibt. Mach es nicht, bitte. So, Meinst du Apfelsinenkompott mit Mayonnaise? ach du schönes Stück. Wir haben jetzt viermal dieses Ach Ventilator. du Nein, Scheiße. nein, Willst du explodieren? Ja. Wir Genau das ist passiert. haben. Wir haben viermal dieses Modul. Es war dreimal Ventgas, ja, Ventgas frei, Ventgaskartett drin und ja, nein! Ich drück auf ja! War mir so klar. Das ist zum Kotzen, das Modul. Willst du es mir? Wollen sie explodieren? Ja, Ja. natürlich. Aber wenigstens ist das Gute, wenn es acht Module sind, sind vier davon. So, jetzt erstmal die Ja. gleich wieder schalten. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Tanzfläche. Oh, ist Christus. So, Moment. Wenn Gas detonate, nein. Wenn Gas ja. Wenn Gas ja. Wenn Gas ja. So, Nee. Tanzfläche, da war die Seriennummer, hat kein Vokal drin. Also kein Haar? Nein. Und leuchtet blau. Gelb. Dann blau, blau, das ist gelb, gelb. Dann Riesige blau, Penis. blau, rot. Gelb, gelb, blau. Und blau, blau, rot, gelb. Und gelb, gelb, blau, rot. Okay, so erstmal Ventgas, ja. Vent complete, Ventgas, ja. Ventgas, ja. Detonate, nein. Und dann haben wir noch das Pac-Man-Feld. Und zwar ist der erste Kreis, erste Reihe, zweite von links. Ich habe nicht mal die Seite offen, aber danke, dass du mir schon gesagt hast. Gern geschehen. Bitte. Ja. Und der zweite Kreis, Ich lasse das mal hellgelb machen. also erster Kreis, Was? erste Kreis, zweite von links in der ersten Reihe. Was geht's? Pac-Man. Ja, sag los, hopp, sag einfach. Also wie gesagt, erst. Zweite Reihe, Nee, das erste von links. erste Reihe, zweite von links. Erste Reihe, zweite von links. So, dann haben Ja. und zweiter Kreis ist letzte Reihe, zweite von links. Ja, wo bist Ich du? bin dritte Reihe, zweite von links und muss erste Reihe nach viertes. Links. Links komplett hoch und dann bis Dann rechts. rüber. Perfekt. So, dann haben wir hier nochmal Ventgas. Nein, wieder die fünf Buchstaben.
Kann ich? Wo war das? Was? Die fünf Buchstaben hier mit durchscrollen. Ach du Scheiße. Ja, sag. Da haben wir Otto, Ludwig, Dora, Friedrich, Y, Kaufmann. Ja. Dann haben wir Anton, Udo, Paul, Cäsar, Ludwig, Siegfried. Mhm. Dann haben wir X, Nordpol, Otto, Vogel V, Richard, Dora. Hey, warte kurz. Wir haben 2,5 Minuten, also wir haben ein bisschen Zeit, aber das ist... Puh. Mit dem 5-mal Wendt Gas ist echt gut, weil... Brauchen wir nicht so viel machen. Versuch mal Large. Jawohl. Das war's. Bombe geschafft. Also 8 Module waren halb so wild, weil 4 davon dieses Vent-Gas-Ding waren. Krass. Oh. Wenn du liebe 5 Eieruhren hast. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Und Evoli. Hörst du auf? Ey, wir machen jetzt nicht jede Folge Pokémon draus. Schleichwerk und Pokémon, was kommt noch? Nee, nee. Ja doch, Schleichwerk bestimmt. So, jetzt kommt... Ja, das wir haben als 5.3, wer kommt ich zuerst? Kommt immer so unvorhersehbar, weißt du, wegen Schleich. Jetzt muss ich mal schnell gucken, was das Wort heißt. Kommt immer so ins Bild gehuschelt. Schleich. Mit? Jede Folge einmal. Nein. Doch. Nein. Doch. Der lässt das die ganze Zeit auf Dauerschleife spielen. Nein. Doch. Nein. Leute, bitte. Nein. wie geht's? Nein. Herr Kevin, hör auf jetzt. Guck mal in die Gruppe. Naja. Ja, Achso, bloß du hast das im Bild. Ambiguität, Doppeldeutigkeit und Bomben sind eine gefährliche Kombination. Was, Doppeldeutigkeit? Ja, ich weiß aber nicht, was eine doppeldeutige Bombe sein soll. Oh oh. Wir haben 3,5 Minuten, 4 Module und einen Fehlversuch. Keine Ahnung, was Hellgate. Da jetzt kommt. Ja, so. Es ist eine doppeldeutige Bombe. Was bedeutet? Du weißt ganz genau, was das bedeutet. Hä? David, starte einfach. Okay. What? Wie? Du musst einfach keine Gedanken machen. Okay. So, wir haben... Ein Gehirn, ja. Eine Bombe, ja. Nur Taschenrechner, weiter. Okay. Oh, Jesus Christ. Warte mal, der mit dem Wort oder der mit dem... Der mit den Wörtern. Also quasi oben... Okay. Wir haben, ja, wir haben oben nichts drinstehen, also überhaupt nichts. Unten links? U, Apostroph, R-E. R-E, Jur. U, Jur mit Apostroph. Jur, U-R. Next. U-H, U-H. U-A ausgeschrieben. U, also ein U. Jur, zusammengeschrieben. Warte mal. What, mit Fragezeichen? War schon falsch, weil ich glaube, ich habe da ein bisschen was verpennt. ja. Nochmal? Ja, wir sind schon bei der nächsten Bombe. Aber who's on first? Das ist schöne Kombination mit 6 Taschenrechnern hier. Und zwar haben wir... oben drin steht first. Erster. Nee. oben rechts. Like. Gib diesem Video ein Like, wenn ihr diesen Knopf erfasst. Halt die Schnauze. Jur mit Apostroph. Next. Next war's. Also ein U. Next war's schon. Dann, no. Nein. Nein. Unten rechts. Right. Also wie rechts. Yes. Nothing. Yes war's schon. Ready. Nein. Deswegen haben wir jetzt... Ich wäre gerade nein gekommen. Jetzt haben wir okay ausgeschrieben. Okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Oben rechts? U. So ein Okay-Korn da. Also J-O-U? Y, oder? Genau, J- ja, ja. Sure. U-A ausgeschrieben. Ja, das war's. Your zusammen. Jetzt haben wir U-R. Einfach nur your.
Oben links? Oben links ist Jour, J-O-U-R. U-H-U-H. U-H-U-H. U-A ausgeschrieben. U-H-H-U-H. Jour zusammengeschrieben. Next. Warte mal. Jour, U-R. Bei Jour zusammengeschrieben, also J-O-U-R? Ja. Okay, das war's. Und das ist immer noch ein Y. Ja! Dann haben wir U, Leerzeichen A. Unten rechts. U-H, Leerzeichen U-H. Jour, U-R. U-U. U-A ausgeschrieben. Jour mit Apostroph. Next. Jour aus. U-H, U-H. War schon wieder Fehler dabei. Also irgendwie... Dann doch nicht ganz so schnell bei den Wörtern vorlesen, bitte. Press war's no. Schon. No. Press was. Jetzt haben wir U, J-O-U. Y. Mitte rechts. Okay, wieso sag ich J? Okay, ausgeschrieben. Mittel? No. Mittel war's schon. Jetzt haben wir LED. LED, Mitte links. Mitte links ist okay ausgeschrieben. Mittel, no, first, yes, U-H-H-H. Jetzt war's schon. Jetzt haben wir Jour, also J-O-U-Y-O-U-R. Mitte rechts. Mitte rechts. Left. Right, left. Left war's first. Schon. First. Jetzt haben wir LED. Denk an die Dings, ne? Da ist nix. Okay. LED. Ja. Bin ich doof? Herr Helge, du hattest das auch. Mitte links. Mitte links. Ich, ne? Wait. Hä? Mitte links. Wait, wie warten? Wait. Hä? Dumm. U-H-H-H. No. Blank. Okay. Blank war's schon? Yes. Und jetzt haben wir noch C mit S. Und rechts. Und rechts. U, Apostroph R-E. U. Mit Y. Okay, das war's. Your. Das war's. Jetzt haben wir Lead, L-E-A-D. Mitte links. Mitte links U-H, Leerzeichen U-H. Nee, Lead, L-E-A-D. Ja. Oder? Genau. Das ist unten rechts. Okay, dann ist es U, J-O-U. Y. Sure. You sure was? Ich weiß auch wegen U wie J oder so. No. Unten rechts. Left. Right. White war schon. Jetzt haben wir R-E-E-D. Also Read. Und links. Und links ist U. Wieso hat's mein Stuhl? U-H-H-U-H. Sure. Cool. Next. What mit Fragezeichen. Your mit Apostroph. U-R. U-H-U-H. Apostroph R-E. Ja. Okay, das war's. Jetzt haben wir noch they, Apostroph R-E. Und links. Yes. No. Nee, warte. 10 Sekunden, das kann okay. Man gucken. Ausgeschrieben. Right. Wo war's schon? Jetzt haben wir nothing. Und bumm. Boom! Ey, diese verdammten Taschenrechner, die fressen auch Zeit, wenn man sie zu oft hat. Ich hätte eine Idee, wie es schneller geht. Und zwar? Helge guckt oben, ich unten. Weil das ist auf zwei Seiten aufgeteilt bei uns. Das wäre gut. Weil wenn man wirklich auf das konzentrieren könnte, ja, machen wir so. Ja, aber da kann aber ich mich nur zu unten konzentrieren. Muss, was denn, was immer wieder nicht haben, ist das ziemlich komisch. Ach komm, wir buchstabieren es wirklich immer und dann passt das schon. Nächste Bombe, ab geht er. Wir packen das! So, und zwar haben wir Say, Apostroph R-E. Unten links. First. Left. Das war's schon. Okay. Dann nichts, überhaupt nichts. Unten links. Wait. Ha ha ha. No. Blank. Okay.
Yes. Okay, yes war's. Left. Jetzt haben wir first. First. Oben rechts, ne? Oben rechts. Uhahaha. Ready? Das war's schon. Nothing. So, jetzt haben wir wieder gar nichts. Und links. Sure. You are ausgeschrieben. Das war's schon. Dann. Jetzt haben wir first. Das ist oben, also U. Oben rechts. U-H-H-U-H. Jawohl. Jetzt haben wir U, Leerzeichen R ausgeschrieben. Unten rechts. Nothing. U-H-H-H. Right. Right war's schon. Jetzt haben wir wieder U-R ausgeschrieben. Unten rechts. Wait. Wieso soll ich warten? U-H-H-H. No. Black. No was? Okay. Jetzt haben wir C mit C. Komm, wir liegen gut in der Zeit. Gib Gas. Unten rechts. Unten rechts. U-H, U-H. U-R. U, U, R. U war's schon. U. Und jetzt haben wir U komplett ausgeschrieben. U. J-Y-U. Mit rechts. Mit rechts ist U, Apostroph R-E. U, ausgeschrieben. Okay, hat man schon. Your. Jetzt haben wir there, also wie dark, quasi T-H-E-R-E. Was? T-H-E-R-E, there. Achso, unten rechts. Unten rechts ist what mit Fragezeichen. Was? You, hold, your mit Apostroph. Jawohl, your. Das war's schon. Jetzt haben wir noch first, oben rechts ist okay. Middle, no. No was? First. Okay, und das letzte noch, 55 Sekunden, jawohl. They, ausgeschrieben R. Ausgeschrieben? Genau, alles ausgeschrieben mit Leerzeichen. Mit links? Ja, mit links. Mit links ist what mit Fragezeichen? You, ausgeschrieben, hold, your mit Apostroph. Ja, Mann! Wir haben's! Taschenrechner! Nein, wir haben nicht explodiert, wir haben geschafft! Wir haben ihn fertig! Wir haben geschafft! Wir haben ihn fertig! Wir haben geschafft! Ist gut? Ja! So. Stevie? Ja, bitte. Wie lange müssen wir die Folgen noch aufnehmen? Wir sind fertig. Gut, weil ich nämlich jetzt dann gleich keine Zeit mehr habe. Ist kein Problem, wir sind perfekt bei 20 Minuten, mit rausgeschnitten ist ein bisschen was weg. Aber wir sind dann quasi beim nächsten Mal bei 5.4 Findisch, wahrscheinlich irgendwie so mit Findisch auf irgendwas, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Gomenasai für die ganzen Fehler, die passieren, aber wir sind halt auch nur Menschen. Gesundheit. Und dann sehen Gesundheit, Steven. Und dann sehen wir uns dann soweit in der nächsten Folge von Keep Talking and Nobody Explodes mit unseren unterbrechenden Teamkameraden. Nee, diesmal waren wir nicht. Stimmt, diesmal nicht, aber sonst immer. Das muss mir jetzt selber die Kugel geben, weil ich nicht dran bin. Deswegen tüdelü! Bye!